Guten Morgen, liebe DAX-Freunde, zur heutigen JFT Live Trading Beschau vom deutschen Leitindex, unserem DAX, der heute ähnlich wie in der letzten Woche, allerdings da nicht so historisch, hier mit einem Downgap in die Woche startet, also hier Verluste zur Eröffnung, im Sinne dessen, dass hier in Griechenland nach wie vor große Unsicherheit schwelt, aber wir wollen uns mal hier zunächst den Blick auf den Stundenchart näher betrachten und wir haben hier am Freitag, Sie sehen den blauen Tendenzfall, ja schon die erwartete Tendenz gehabt im Sinne des Clothings der US-Börsen, dass hier nicht viel zustande kommt. Letztlich hatten wir eine leicht abwärts gerichtete Tendenz mit einem Minus von 0,36% per Xetra-Schluss und was wir dann eben heute sehen, dient hier jetzt einer Neubewertung der Situation. Letztlich war der Abwärtstrend etabliert und dieser Abwärtstrend ist weiter etabliert. Und da ändert sich auch, solange wir nicht diese Trendlinie, die hier natürlich jetzt nicht zwingend den klaren, wegweisenden Charakter hat, aber eben die Trendtendenz verdeutlicht, unterhalb dieser bleiben wir hier definitiv im Short-Modus. Was jetzt interessant beim DAX aktuell ist, im Sinne der laufenden Erholung, dass wir hier just dieses Level, was hier einst als Unterstützung galt, Sie erinnern sich an die letzte Woche, 10.940 Punkte, das Niveau wurde just hier angetestet im Sinne eines Retests und wir sehen, dass der DAX jetzt hier gerade zunächst scheiterte. Das ist interessant vor dem Hintergrund, dass wenn der DAX jetzt hier nicht drüber hinauszieht und mit Verlaub keine Handelsempfehlung, aber wenn denn hier kein neues Hoch gemacht wird über dem Kerzenhoch der 9 Uhr Kerze, also beziehungsweise der ersten Handelsstunde, dann sehen wir hier bei Preisen unterhalb von 10.952 Punkten das Potenzial, dass der DAX jetzt hier durchaus schon wieder Richtung Süden einkehrt. Also, dass das jetzt hier schon der Aufwärtsimpuls in Richtung eines Versuchs, das Gap, die Eröffnungslücke vom Freitagsschlussstand zu schließen, praktisch beendet ist und es hier wieder gen Süden gehen kann. Also kurzfristig orientiert wäre vom aktuellen Level unterhalb von 10.940 Punkten eine direkte Wiederaufnahme denkbar in Richtung 10.700 Punkte. Das heißt, hier der Index sicherlich nach wie vor noch nicht fertig auf der Südseite. Kommt es hingegen zu einem Ausbruch über 10.940 Punkten, dann kann man damit rechnen, dass hier dieses Niveau der Trendlinie touchiert wird, 11.050 rund. Das wäre aber auch dann schon wirklich das höchste der Gefühle, wenn man die Technik heute zu Rate zieht. Hier müsste der Index dann spätestens wieder abdrehen. Bullische Tendenzen würden sich meines Erachtens erst oberhalb von 11.135 Punkten hier ja auftun, gerade vor dem Hintergrund, dass dann auch diese Trendlinie gebrochen wäre und hier dieser Horizontalwiderstandsbereich überwunden wäre. Erst dann könnte man dann hier wirklich liebäugeln mit neuen weiteren Kurshochs, die sehe ich aber aktuell nicht. Wie gesagt, hier aktuell vielmehr die Chance, einen möglichen Short zu starten, wenngleich natürlich die Unsicherheiten gerade wegen Griechenland immer wieder aktuell bleiben. Schauen wir kurz auf die Wochentagsstatistik. Der Montag, hier ein Tag, der sich ja relativ entspannt zeigt. Das heißt, die Bullen und Bären haben hier mit 52% nicht wirklich die klare Präferenz, aber wir sehen, dass hier zumindest am morgigen Handelstag die Bären leichte Vorteile haben und insbesondere Donnerstag wiederum die Bullen, Freitag dann wieder die Bären. Gab ja hier auch eine statistische Bestätigung am vergangenen Freitag. Also das setzt sich hier so ein Stück weit fort. Tendenzen auch hier von der statistischen Seite her, dass wir hier mit dem Einklang der Charttechnik durchaus weiter schwächere Preise sehen könnten. Ansonsten gehen wir mal in den Tageschart. Da sieht die Situation nicht wirklich anders aus. Das heißt, auch hier übergeordneter Abwärtstrend weiter intakt. Das Level dieser Unterstützung wird jetzt hier zur Widerstandszone. Deswegen machen wir das Ganze auch mal rot. Und auch hier die Tendenzen, wenn es denn hier kurzfristige Impulse darüber gehen sollte, werden hier Niveaus von 10.050 Punkten denkbar. Wir können auch hier jetzt nochmal die kurzfristige Trendlinie ergänzend in den Chart holen. So. Und dann wäre das auch schon gewesen. Es bleibt also jetzt hier so, dass der Markt Short-Szenario begrüßen dürfte. Und dann erstes Ziel liegt eben hier bei 10.700, 10.600 Punkten. Also DAX weiter angeschlagen auf Tagesbasis. Rein von der saisonalen Sicht kommen wir mal hier zum Indikator. Vorausschau auf die nächsten 40 Tage. Da sehen wir hier mehr oder weniger Ping-Pong. Also es hat jetzt nichts mit einer klaren Tendenz zu tun, obgleich ja, nach einer freundlichen Entwicklung im Juli es doch hier Richtung August dann
in Richtung der wirklich saisonal schwachen Phase Ende August, Anfang September gehen könnte. Das statistisch gesehen ja hier nachweislich schwache Monate. Und insofern, ob jetzt hier wirklich die Kraft besteht, hier wieder eine Rallye-Fortsetzung zu starten, vom saisonalen Hintergrund eher nicht. Und auch vor dem Charttechnischen sieht das hier jetzt nicht unbedingt nach großer Freude auf der Oberseite aus. Das müsste sich wirklich dann hier signifikant umschlagen, wenn wir hier über 11.050, 11.100 Punkte hinausziehen. Dann könnte man hier wieder mutmaßen. Aber selbst dann haben wir hier übergeordnet den Abwärtstrend noch intakt und der muss erstmal überwunden werden, bevor überhaupt nochmal die Höchststände ins Visier rücken. Also Konsolidierung, Schrägstrich, Verlustausdehnung ist weiter zu präferieren. Warten wir ab, was der Tag noch bringt. Gegebenenfalls schalten wir uns mittags nochmal rein. Bleiben Sie da informiert. Wir werden Sie im Stream da auf dem Laufenden halten. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche noch ein gutes Händchen am heutigen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns alsbald wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.